Erfolgskonzept Petra Rosner. Sie war die Nummer 1 im Frauenradsport. Heute bringt sie das Petra Rosner Girls Team Sachsen bis an die Spitze. Unser Ziel ist es, in 2 Jahren die erste deutsche Meisterschaftsmedaille zu gewinnen. Man muss deutlich sagen, dass wir dieses Jahr die Leistung vom letzten Jahr steigern konnten. Hallo, ich bin Lena vom Petra Rosner Girls Team Sachsen. Ich betreibe Radsport seit fast 5 Jahren. Mein größter Traum ist, mal Weltmeisterin zu werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei Red Bull bedanken für die schönen Trikots und die Radhosen. Hey, ich bin Johanna vom Petra Rosner Girls Team. Ich möchte mich ganz herzlich bei der AOK Plus dafür bedanken, dass sie uns ein Trainingslager und 2 Radrennen im Jahr finanziert haben. Danke! Ich bin Jana vom Girls Team Sachsen und wir danken Monaktiv für die Räumlichkeiten im Winter und dafür, dass sie uns die Ostthüringen-Tour dieses Jahr gesponsert haben. Ich bin die Michaela Ebert und fahre für das Girls Team Sachsen. Ich möchte mich ganz doll bei unserem Sponsor Casco bedanken für die wunderschönen Helme, die auch super gut zu unseren Trikots passen. Hey, ich bin Antonia vom Petra Rosner Girls Team Sachsen und ich wollte mich ganz herzlich beim Sakura Restaurant bedanken. Sie haben uns sehr gut unterstützt und uns 2 Wochenenden auf der Frankfurter Bahn ermöglicht. Hi, ich bin Patricia und fahre fürs Petra Rosner Girls Team Sachsen. Wir wollten uns ganz herzlich bei Premium Immobilien bedanken, die den ersten Anteil für unseren zukünftigen Bus gesponsert haben. Danke! Ich bin Nathalie vom Petra Rosner Girls Team Sachsen. Wir danken der Stadt Leipzig dafür, dass sie die Halle an der Radrennbahn gebaut haben und uns ein neues Dach gegeben haben. Danke. Hi, ich bin Sydney vom Petra Rosner Girls Team Sachsen. Wir danken Interversicherung, weil sie uns die Dieselkosten für unseren Bus übernommen haben, damit wir zu Trainingslagern und Wettkämpfen kommen. Dankeschön, ohne euch hätten wir das nie geschafft. Ich bin bei den kleinen Kindernachtrennen und so erst mitgefahren und hat mir dann auch Spaß gemacht. Und dann bin ich beim Radsport geblieben. Jetzt bin ich auf der Sportschule und mir macht es auch riesig Spaß. Wir danken Sport for Teams für die tollen Trainingsanzüge, Softshelljacken und Taschen mit unseren Initialen drauf. Danke und bleibt weiter dabei. Wir sind da jetzt im Jahr 2 des Girls Teams und im letzten Jahr hatten wir schon das Glück, durch Sponsoren eine gute Unterstützung zu erfahren und wir sind sehr, sehr froh, dass es dieses Jahr richtig nach vorne gegangen ist und dass sich noch mehr Sponsoren bereit erklärt haben, unser Girls-Team zu unterstützen. Wir können üben, wir können trainieren, wir können fleißig sein, aber wenn wir diese Unterstützung von den Sponsoren nicht haben, haben wir keine Chance. Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Herz für den Radsport öffnen. Danke. Ich weiß aus meiner eigenen Karriere, dass man 20 Jahre üben muss, um einmal bei Olympischen Spielen ganz oben zu stehen. Wir wollen im Jahr 2020 bei den Olympischen Spielen dabei sein. Ich bin überzeugt, dass wir in unserer Gruppe im Girls-Team bereits Talente und Potenziale haben. Wenn es uns gelingt, diese auszuschöpfen, dann haben wir bei den Olympischen Spielen eine oder mehrere im Jahr 2020 dabei. Und darauf freue ich mich heute schon.